Ich habe gerade irgendwie, ja, wo könnten die Typen denn sein? Also, wenn ich mich irgendwo versammeln würde, dann wäre das doch bestimmt hier drin. Obwohl, warte mal, kann man da nicht irgendwie an der Quest was auswählen? Gucken wir mal eben. Henker-Loks. Ach, tatsächlich. Ja, oh, bin ich doof. Warum machen wir... Oh. Ich suche mir hier einen Wolf und dann kann man das einfach sich anzeigen lassen, wo die stehen. Ist ja fantastisch. Was? Da soll noch einer sein? Wo versammelt man sich denn hier? Das ist doch Quatsch. Das hier, hier versammelt sich doch... Das ist der Typ. Da versammelt sich doch keiner. Steht nur ein Einzelner. Wie soll man da drauf kommen? So, da Mann. Weg mit dir. Dämlicher Henker. Oh, der geht schon wieder durch. Ach, schade. Da hat er mich gerade einmal böse getroffen. Hau ab, Mann. Oh, der haut aber auch eine Kelle raus, ey. Und wieder hier seine Waffe schwingt, ey. Ist ja Wahnsinn. Gott sei Dank haben wir die alle gefunden. Ja, wenn ich da eher drauf gekommen wäre, dann hätte ich mich wie blöd rumsuchen müssen. Da haben wir hier wieder... Was haben wir da? Geschickt gedeichselt. Jetzt, wo diese Justikare aus dem Weg geschafft sind, können wir die wahre Verbindung zwischen den Nachkommen Loks und Samael aufdecken. Was auch immer das sein mag. Gut für die Föderation ist es sicher nicht. Die Zeit drängt, Samael. Die Zeit drängt. Samael hat die Situation noch nicht durchschaut. Wir müssen schnell handeln, bevor er reagieren kann. Verstanden. Oh, und wir haben Level Up. Jawohl, habe ich doch beinahe mir gedacht, dass wir da Level Up haben. Heiliges Blechle. Ja, das ist doch fantastisch. Da gucke ich mal kurz ins Questlog rein, wie es hier ausschaut. Das haben wir abgeschlossen. Oh, haben wir komplett. Valkyron braucht euch komplett abgeschlossen, so wie es aussieht. Ja, das ist doch der Wahnsinn. Dann können wir Valkyron braucht euch auch... Ne, Moment, warte mal. Valkyron braucht euch noch nicht freigeschaltet. Zwietracht im Feenwald. Das ist ja interessant. Da haben wir eine Quest, die noch nicht freigeschaltet ist, aber wir haben hier die Questreihe schon eigentlich komplett durch. Gut, machen wir den auch nochmal zu. Die können wir auch wieder zumachen, das brauchen wir nicht. Und dann geht's hier weiter. Dunkle Bedrohung. Relikt einer längst vergangenen Zeit. Oh, und da gibt es eine schöne Rüstung. Oh, aber auch eine sehr schöne Rüstung. Dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall das Nächste, was wir machen werden. Sprich, mit Brall, der sich... Ja, gut, der befindet sich ja hier im Dorf. Sprechen wir den erstmal an. Gucken, wo der uns als Nächstes hinschickt. Was war denn das eigentlich jetzt für eine Questreihe? Dunkle Bedrohung. Okay. Da müssen wir hier irgendwie hinters Haus kommen. Wenn ich das richtig sehe... Kommen wir hier irgendwo hinter, dass wir mit dem quatschen können? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Gesehen haben wir ihn da schon. Ja, hier sieht es richtig aus. Da steht er. Einmal drüber. Verkleideter Elion, auch geil. Samael hat die Nachkommen Loks davon überzeugt, dass er Lok wieder zum Leben erwecken... Er Lok wieder zum Leben erwecken könne, wenn sie ihm treu ergeben zur Seite stehen. Samael muss absichtlich Truppen von vom südlichen Arun weggelenkt haben, um die Kultisten zu schützen. Ohne unsere Truppen wäre Arcadia fast überrannt worden und Poporia beinahe einem Bürgerkrieg anheimgefallen. Sie sind hinter der Lanze von Gither, die einen Gott niederstrecken und dessen Kräfte rauben können soll. Die Lanze befindet sich im Besitz von Slaggash, einem Gula des Katsur-Syndikats. Jagt sie ihm ab. Samael darf dieses Artefakt nicht in die Hände bekommen. Das wird er nicht. Okay, jetzt müssen wir also die Lanze von Zack, oder, ne, wie heißt das? Achso, die Lanze, so eine Lanze, Göttertötungslanze finden. Göttertötungslanze ist auch ein gutes Wort. Da würde ich sagen, da sind wir. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo Slug sich rumtreibt. Oh, und der ist hier wieder auf der Insel. Oh, da wusste ich gar nicht mehr, dass wir da doch nochmal hin müssen mit der Hauptquest. Aber ist auf jeden Fall ganz cool. Dann, ach, das war anscheinend der Schneeleopard. Gut, dann... Gehen wir mal wieder zurück auf die Insel. Da müssen wir ja eh noch ein paar andere Quests machen, die ich jetzt auch eigentlich mal größer wieder machen könnte.
den, den und den. Und dann haben wir jetzt erstmal einen weiteren Weg vor uns. Müssen wir auch wieder durch dieses blöde Wasser schwimmen. Ja, das ist ein bisschen nervig da mit dem Wasser schwimmen, dass man da nicht schneller ist. Okay, hätte ich jetzt einen Magier, hätte ich mich da ein bisschen durchteleportieren können. Aber so als dicker, schwerfälliger Berserker eher nicht. Das ist auf jeden Fall dann auch das nächste Ziel. Ich denke mal, wenn wir dann die Hauptquest-Reihe abgeschlossen haben, werde ich die Aufnahmesession erstmal wieder beenden. Dann habe ich auch erstmal wieder genug Folgen auf Lager, da die Folgen ja nur alle 2 Tage kommen im Wechsel mit Defiance. Und dann mal gucken. Ich bin ja gespannt, wie viele Parts Defiance ich noch so zusammenbekomme, bis das Spiel durch ist. Da ja auch keine DLCs mehr für Defiance geplant sind, sollte das eigentlich gar nicht so lange dauern. Ich denke mal, das Spiel werde ich schneller durch haben wie Terra, weil Terra ist ja im Grunde ein Spiel, was endlos funktioniert und geht. Wir haben auch noch einiges an Instanzen vor uns. Da fällt mir gerade ein, wo ich Instanzen sage. Mal gucken, was wir eigentlich überhaupt so an Instanzen noch haben. Ah, okay, wir haben im Moment überhaupt gar keine verfügbaren Instanzen für unser Level. Das ist ja interessant. Ach, war glaube ich mit Level 41 kamen wir dann ins nächste Dungeon rein. Und jetzt muss ich mal eben kurz gucken, was ist denn jetzt näher dran? Das ist da hinten, wo wir sowieso hin müssen. Was haben wir hiermit? Das ist überall. Und da haben wir schon... Ja, Herrgott im Himmel, wie oft soll ich die Quest denn immer noch abbrechen? Aufgegeben. Mann. Was haben wir hier? Wieso sind die nicht ausgewählt? Ach, weil wir die fertig haben. Okay. Okay, das waren die fertigen. Das ist da hinten im Lager. Dann gehen wir erstmal in unser Lager hinein. Oh, da haben wir jetzt was gepult. Ist mir aber egal. Wir sind schneller wie die blöden Feen. Einfach alles mitnehmen, was uns hier auf dem Weg begegnet. Jeder, der hinter mir reiten würde, würde sich freuen. Der hat dann nichts mehr am Arsch. Ich habe alles am Arsch. Ach, das ist ja auch schon einer, den wir töten sollen. Das ist nur die Frage, verfolgen die uns immer noch? Ne, sieht gerade nicht so aus. Dann würde ich sagen, hauen wir uns doch mal die Viecher kaputt. Und hier muss man echt aufpassen bei den Viechern, weil die sind teilweise echt hartnäckig. Ja. Die machen auch teilweise ordentlich Schaden. So, den haben wir schon mal weg. Oh, geil, das sehe ich ja jetzt erst, diesen Totenschädel auf dem Rücken. Der ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Aua. Ach ne, den Schaden hat er mir gemacht. Ich dachte, er hätte mir jetzt den Schaden gemacht. So, so langsam komme ich auch wieder in die Steuerung rein. Bitte einmal aufheben. Nächste dann. Sehr schön. Und wieder ein bisschen Mana sammeln, indem wir auf den drauf einprügeln. Ach, der liegt ja schon wieder am Boden. Mein Gott, du faules Stück. Ach, jetzt renn doch nicht immer weg. Hau ab, hör auf zu tanzen. Stirb. Stirb, wie sich's für einen Mann gehört. No, wo will der denn gehen? Zack. Sehr schön. Den haben wir auch weg. Nächste. Schade, der hätte ruhig mal kritten können. Ich weiß jetzt aber, haben wir eigentlich die Glyphen noch ausgewählt? Oder ist das jetzt mit dem letzten Patch auch alles verschwunden? Das würde mich jetzt einmal eben kurz interessieren. K war das, glaube ich. Ne, doch, die Glyphen sind noch drin. Aktive Glyphen. Sehr schön. Dann klappt das ja soweit, wie ich mir das vorgestellt habe. Aua. Aua. Friss das. Da ist eine Heilsphäre. Sehr schön. Immer schön, wenn sie nicht damit rechnen. Einmal direkt umprügeln. Und 5 auch einmal draufhauen. Sehr schön. Da haben wir noch einen. Das ist, glaube ich, dann auch der letzte, den wir brauchen. Und dann einmal 5. Jawohl, Quest fertig. Und da haben wir schon wieder dieses scheiß Piratenquest. Also das kann nicht wahr sein.
Die, komm, die nehmen wir. Die nehmen wir einfach mal raus, damit die uns nicht mehr angezeigt wird. Das ist ja fürchterlich hier mit den Piratens. Und ich glaube, wir müssen hier noch die, genau, die müssen wir auch noch töten. Dann mache ich das doch einfach mal. Würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal die Hauptquests. Beziehungsweise gehen jetzt erstmal in Richtung Hauptquest. Boah, dieser Springteufel. Ja, renn noch mal ein Stück weg. Sehr schön, jetzt haben wir ihn doch mal umgeprügelt. Sehr seltsam. Und der liegt schon wieder am Boden. Immer dieses Wegrennen von den Viechern. Scheiße, jetzt hat er mich dann doch mit seiner blöden Bombe getroffen. Ja, haben wir es jetzt? Ja! Blöd, Mann. So, und dann holen wir uns hier die Essenz mal wieder. Die Sternessenz. Und gucken mal, dass wir noch welche von den Viechern finden. Da haben wir noch einen. Wir brauchen jetzt noch 5 Stück. Da ist noch einer. Das heißt, 2 sind schon mal weg. Dann sind es noch 3, die wir brauchen. So, einmal umprügeln. Einmal am Boden schmettern. Und das war's. Also mir kommt das aber jetzt seit der letzten Aufnahmesession, die ich gemacht habe, wesentlich leichter vor. Weil wir einfach nicht mehr so viel Schaden kriegen. Also damals, weiß ich noch, habe ich mir hier richtig einen abgebrochen, weil die ordentlich was an Schaden rausgeprügelt haben. Aua. Ja komm, bevor der uns gleich auch noch angreift, der andere sagt da. Welch mit dir. Einmal drauf hüppeln. Sehr schön. Ohrringe. Die müssen wir gleich auch mal gucken, ob wir die brauchen. Wie viel brauchen wir denn jetzt noch? Nehmen wir die 3 mal alle mit. Ach, guck mal an. Können wir alle 4 nehmen. Kommt mal her. Dich brauche ich auch. Was? Das ist doch ein Witz. Sehr schön. Sehr schön. Nochmal hier prügeln. Oh, Arschlöcher. Ihr Dämlichen. So. Du stirbst auch. Der will gleich wieder mit einer Bombe nach mir schmeißen. Soll er ruhig machen. Holen wir uns erstmal die ganzen Gegenstände, die hier rumliegen. Ja, komm. Oh, Junge. Komm doch mal her. Mann, du feiges Stück. Dreckiger Karate-Pirat, Mann. Na, guck mal an. Hat sogar nicht gereicht. Also, einer hat uns jetzt gar keinen Questgegenstand gegeben. Komm her. Junge, ich war doch schon bei dir. Greif mich doch einfach mal an hier. Zack, jetzt aber. Da. Und den. Und den. Sehr schön. Klappt doch, so wie ich mir das vorstelle. So, und jetzt müssen wir nur noch die Hauptquest machen. Wo ist er? Darunter ist er irgendwo. Gut, dann würde ich sagen, reiten wir hier mal so durch. Gucken mal, ob wir den von hier erreichen. Ich hoffe es zumindest. Aber so wie es ausschaut, müssen wir komplett einmal rum um den Berg. Aber ist egal, dann kommen wir wenigstens durchs Städtchen durch. Oh, und ich sehe gerade, wir haben bald keinen Ausruhbonus mehr. Das ist natürlich unschön. Ah, die Heilsphäre brauchen wir nicht. Wir heilen uns ja auch so noch ein bisschen. Gucken wir erstmal hier, was uns hier alles so erwartet. Oh, die hat aber viele Quests, die ich bei ihr abgeben kann. Was liegt an? Sehr schön. Noch einen. Oh, wir haben ein blaues Rüstungsteil bekommen. Sehr schön, sehr schön. Ist das denn besser? Ja, ein wenig. Ein wenig. Dann würde ich sagen, rüsten wir das doch mal eben noch aus. Die weg. Zieht die Rüstung an. Mal gucken. Ach, wie geil sieht die denn aus? Hammer. Eieieiei. Da wäre ich ja fast feucht im Schlüpper. Was haben wir denn hier? Ja, Moment, den einmal raus. Den will ich reinpacken. Ah, wie geil. Oh, Wahnsinn. Neues Outfit, auch mit dem Lila. Gefällt mir ganz gut. Passt auch gut zur Waffe. Hammer, da freue ich mich. Da freue ich mich richtig drauf. Dann hoffe ich nur, dass die Hauptquest-Rüstung dann noch ein bisschen besser ist.
und vielleicht genauso geil aussieht. Das wäre natürlich nicht schlecht. So, da haben wir noch was. Und dann... Oh, 19 Minuten. Da müssen wir die Quest erst machen. Expedition... Was? Nehmt die Expeditionsvorräte. Okay, die haben wir doch hier irgendwo liegen. Da. Was sollen wir damit machen? Zwei Stück sollen wir davon auf jeden Fall nehmen. Einmal. Nimm sie dir bitte. Zweimal. Und dann sollen wir die wohin bringen? Ach, da unten hin. Ja, das kriegen wir doch auf jeden Fall hin.